Guten Abend, liebe Goldwinger, solche, die es werden wollen und Freunde und natürlich auch alle innen. Der letzte Abend im April. Aber anstatt mit der weltbesten Sozia in den Mai hineinzutanzen, sitze ich vor meinem Computer, um ein paar Klicks und Likes in meinem Kanal auszuwerten. Denn da war ja noch was. Ihr werkelt und macht dabei Fotos, Videos oder beides. Und daraus mache ich dann durch Schnitt und Nachbearbeitung ein Video für den Gary Oldwing Kanal. Und als kleinen Anreiz für den Start gibt es von mir dieses Funkmikrofon, einschließlich Empfänger für die Kamera. Und am 31.04. werden wir dann schauen, wer die meisten Likes für sein Video bekommen hat. Und der ist dann der glückliche Gewinner. Und wer gewonnen hat, das erfahrt ihr jetzt. Neun Goldwinger sind meinem Aufruf gefolgt und haben mich mit Informationen, Fotos und Videos versorgt. Und da unter den Akteuren einige Wiederholungstäter sind, kam es zu insgesamt 13 Beiträgen. Na, wenn das mal kein Glück bringt. Und das waren die Themen. Jesus aus Spanien hat den Reigen eröffnet, mit der Idee für Kühlerschutzgitter. Wie man der Goldwing den optionalen AUX-Anschluss verpasst, hat uns Ernst aus Bayern gezeigt. Und in einem zweiten Beitrag, wie das Fahren mit angezogener Feststellbremse verhindert werden kann. Und da aller guten Dinge drei sind, hat er noch seinen Teil zum Kühlerschutz beigetragen. Dem Christian aus Loma durfte ich beim Tuning der Sitzheizung über die Schulter schauen. Eine andere Lösung zur Problematik Feststellbremse hat Frank aus Berlin ausgetüftelt und uns gezeigt. Bernard aus der Schweiz hat uns alternative Passagiergriffe vorgestellt und uns zum Thema Digitalradio aufgeklärt. Frank aus Düsseldorf hat den fehlenden Hauptständer unter die Standard-Goldwing geschraubt und der Bäcker auch noch einen Gepäckträger gegönnt. Damit dem Motor kein Unheil von unten droht, hat Peter aus Hürth eine Schutzplatte gezaubert. Und dank Martin aus Mönchengladbach wissen wir, dass die Zylinderbänke keine Schmutzsammler sein müssen. Und zu guter Letzt ist Erwin aus Mehring für uns in den Untergrund gegangen, um das Hinterrad auszubauen. Und wer hat nun gewonnen? Natürlich in erster Linie wir alle. Und zwar an Wissen. Und 11.000 Aufrufe nur für diese 13 Beiträge sind für einen Kanal, bei dem es ja nur um ein Motorradmodell geht, eine ganze Menge. Ein großes Dankeschön daher noch einmal an alle Teilnehmer. Und danke auch für die super Zusammenarbeit und die netten Kontakte, die sich daraus ergeben haben. Kommen wir nun zu den Likes. Dafür, dass ihr so eine klickfaule Bande seid, habt ihr es immerhin über 550 Mal geschafft, für die Akteure einen Finger krumm zu machen. Und die Likes verteilen sich wie folgt. Herzlichen Glückwunsch an Bernard und seinen DAB Plus Einbau. Das Funkmikrofon macht sich also auf den Weg in die Schweiz. Die Preisvergabe war natürlich nur ein kleiner Anreiz, denn es geht ja um den Inhalt. Also, mein Kanal steht euch weiter offen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.